Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Hyrule Warriors. Ja, und wir sind in der Ranell-Schlucht und diesmal wird hier die Lana empfohlen, die wir das letzte Mal ja dazu bekommen haben. Und die wollen wir natürlich auch nehmen mit ihrem Zauberbuch. Und ja, da bin ich doch mal gespannt, was wir diesmal zu bewältigen haben. The leader of the resistance in Farron Woods was a young sorceress named Lana. She was of the same clan as Sia, who had summoned the monsters to Hyrule. Lana had been fighting Sia's army since it arrived. Sia now sought to complete the Triforce and use it to conquer Hyrule. Link and Impa decided to join forces with Lana to prevent further tragedy. Although the monsters of Farron Woods had been defeated, Sia still controlled most of Hyrule. Every day, more creatures appeared and swarmed the land. Link and Impa fought on against the darkness, sorely missing Zelda's leadership. Only one solution remained: stem the tide of monsters by closing the Gate of Souls. The heroes headed to the Valley of Seers to put an end to the bloodshed. Tja, und diesmal müssen wir die Shia aufhalten. Wir kommen schon noch dazu, Zelda zu retten, keine Angst. Aber diesmal ist es wichtig, dass wir der Lana beiseite stehen, beziehungsweise ja in dem Moment auch Lana sind. Das heißt, ganz schnell gehen wir jetzt in die Schlacht und schauen, was die Lana alles für Moves drauf hat. Ist natürlich immer ein bisschen ungewöhnlich, wenn man hier andere Charaktere direkt spielt. Upsi, was war das? Wow! Und hier sehen wir schon, dass Lana ihr Zauberbüchlein hat zur Verteidigung und zum Kampf. So, und wir sollen die Festung neben den Ruinen erobern, welche Hauptquartier und so. Ist da? So, und hier kann sich die Lana ganz schnell mit wegporten. Das ist natürlich gar nicht mal so verkehrt. Wir kommen von Osten, ihr übernehmt den Westen. Alles klar. Machen wir. So, das heißt, wir müssen irgendwie hier hochkommen. So, und dann würde ich sagen, nehmen wir einfach mal die Festungen hier mit. Die sind ja gar nicht mal so viele. Manchmal ist es sogar schwierig, Gegner irgendwie zu finden. So, und ich probiere mich hier auch noch so ein bisschen mit der Lana gerade aus. Also das ist eigentlich noch gerade so der effektivste mit ihrem Buch. Dieses Rüberrutschen ist auch nicht schlecht und im Tastenkombi hat sie noch diese Blitze, was natürlich auch nicht verkehrt ist. Aber hier ist es echt schwierig. Also im Moment für mich noch gezielt anzugreifen, weil sie relativ lange Moves hat. Auf der anderen Seite haben die anderen das auch. So. Ich warte eigentlich mal darauf, dass hier der Commander kommt. Da ist er auch schon. So, und dieser Blitzschlag ist doch relativ effektiv. Da war noch ein anderer. Sehr schön. Damit haben wir ihn. Damit haben wir die Festung erobert. Jetzt können wir weiter nach Westen. Hier hoch in den Norden. Machen wir mal den Hauptmann hier, den Vorboss. Oh, was war das denn? Hier ist noch wieder was ganz anderes. Eine Wand. Und was kann sie damit machen? Kann sie damit irgendwas tun? Ich weiß gerade gar nicht, wie ich die gemacht habe. So. Bei den Vorposten müssten wir ja schon haben jetzt. Dann können wir mal weiterlaufen. Wie kommen wir hier rum?
Aha, wow. Sehr schöner Move, muss ich sagen. War übrigens der Spezial-Move natürlich. So, aber die einzelne Wand weiß ich jetzt noch nicht genau, was sie tut. Oha, und die Luca geht gerade von Volga angegriffen. Da müssten wir eigentlich mal helfen. Aber ich würde auch gern die Festung hier fertig machen. Ich tue ja nie, was das Spiel mir gerade sagt. Es sind einfach auch viel zu viele Aufgaben hier. Okay, jetzt hieß es aber direkt, wir sollen Impa beschützen. Dann, machen wir das gleich auch. Strahlenzyklopen sind Steinstatuen, die dich mit einem mächtigen Energiestrahl angreifen. Sie sind außergewöhnlich zäh. Gewöhnliche Angriffe können ihnen nichts anhaben. Um sie zu besiegen, musst du etwas finden, worauf sie wogegen sie empfindlich sind. Oha. Okay. Was ist das hier eigentlich? Schwarzer Ritter oder so? Nimbusgarde, okay. So, jetzt müsste ja irgendwo mal hier der Kommandant sein. Da ist er schon. Mal her, Kommandant. Dich haben wir. Aber das Auge ist auch hier. Mal eben schnell das Kistchen auf. Und wir müssen noch zu Impa. Alles müssen wir hier gleichzeitig machen. Schauen wir erstmal, was wir hier Schönes finden. Aha, aha. Eine versiegelte Waffe. Da hatten wir ja schon mal eine von. Kriegen wir erst am Ende mit. Oha. Achso, dann lassen wir das. Lassen das und gehen erstmal zur... Ja, ja, ich komm schon, ich komm schon. Ich bin ja auf dem Weg. Schnell zu der Impa, nicht, dass die noch den Geist aufgibt. Da oben ist sie. Naja, dass wir einen Weg finden, um da rumzukommen. Da sind wir. So. Alles klar. So. Ah, wir haben sie direkt geheilt. Das ist natürlich sehr schön. Sind noch so ein bisschen unklar, muss ich sagen. Wie gesagt, mit den Bänden. Autschi. Upsi. Ja, das war natürlich jetzt nicht so schön. Da hätte jetzt Volga eigentlich eher mit drin stehen sollen. Der macht aber ganz schön Schaden. Ich glaube, wir bräuchten mal Herzchen. Da haben wir ein paar Herzchen. Oha! Oha! Gut, das ist ein... das könnte ein Problem werden. Und das mit der Kamerasteuerung, merke ich, ist auch gerade irgendwie ein Problemchen. So, wir versuchen es aber weiter. Impa kämpft ja auch noch gegen ihn. Oh, der hat ganz schön Moves drauf, der Volga. Ein bisschen abhauen hier. Und ich bräuchte eigentlich schon wieder Herzchen.
Okay, die Wand hilft so gar nichts. Versuchen wir mal einmal den Spezialangriff. Oha, und ich glaube, wir müssen uns ein bisschen zurückziehen und Herzchen sammeln. Hier nicht. Weil ich blinker. So, hier ist aber leider gar nichts. Manchmal ist in den Grasbüscheln was versteckt. Aber es tut mir leid, Impa muss jetzt mit Volga ein wenig weiter alleine kämpfen. Dafür sind wir einfach zu schwach. Ich sehe hier keins mit Herzchen. Da ist eins mit Herzchen. Da ist ein Herzchen, meine ich. Okay, wir haben Powerbogen, hilft uns aber im Moment auch noch nichts. Da ist er. Auch ungünstig, wo wir halb tot sind. Hallo, das wollte ich gar nicht. Das wäre die falsche Taste. Ich wollte eigentlich hier das Herzchen rausholen. Und es kann sein, dass wir den vielleicht... Vielleicht... Können wir den gar nicht anvisieren? Offensichtlich nicht. Dann lasse ich das jetzt auch erstmal. Jetzt haben wir die Karte irgendwie umgestellt. Wir haben hier eine Karte umgestellt. Leute, ich brauche die Karte wieder. Ja. So. Bisschen links, bisschen rechts und eine fallen lassen. So, wir gehen mal hier. Könnten natürlich auch zurück zu Volga. Und der Impa da ein bisschen helfen. Die wird da ja auch immer noch angegriffen, weil da geht es auch nicht weiter. Dann eilen wir doch mal wieder geschwind zurück, wenn ich den Weg noch finde. Ist nicht so einfach hier. Da war eine Kante. So, Impa, ich komme zurück. Keine Sorge. Ich weiß nicht, ob ich die beste Hilfe bin hier, aber ich tue mein Möglichstes. Wir haben wenigstens die Herzchen wieder voll. So. Die Hauptmänner kann ich leider nicht... Oha. So, da müsste Volga jetzt aber drin sein. Und er wurde besiegt. Sehr gut. So, Impa. Alles gut bei dir jetzt. Dann machen wir mal auf der Seite weiter. Wir haben die Moral super gesteigert. So, und die Festung haben wir auch gleich. Bisschen schwer zu koordinieren mit ihren Angriffen, muss ich wirklich sagen. Aber ich meine, damals mochte ich die sehr, sehr gerne. Wenn man sie dann einigermaßen beherrscht. Deshalb bin ich auch nicht gerne mit den Charakteren hin und her gewechselt, auch wenn sie empfohlen werden. Weil man sich doch erstmal ein wenig an gewisse Kampftechniken gewöhnen muss. Meiner Meinung nach. Natürlich, wenn man das immer spielt.
dann ist es wieder was ganz anderes. Um voranzukommen, musst du die Tentakelwände beseitigen. Normale Angriffe zeigen keine Wirkung. Also lass dir was einfallen. Ach du Heilige. Das muss ich auch noch selber denken. Das kann sich ja noch weh. Ja, ich sehe, dass die Truppen des Bösen hier irgendwie vorrücken. Was soll das? So, ich hab noch den... Herzchen voll. Wo wollt ihr hin? Der Spezialist rückt zur Ostbrücke vor. Was für ein Spezialist? So, wir müssen nach da oben. Hallo, könnt ihr mal aufhören damit? Ist nicht witzig. Das war relativ witzig. So, den haben wir. Alle da runter. So, wir gehen aber jetzt mal zu dem leuchtenden Grünen. Ich soll die Brücke senken. Wie soll ich dann bitte die Brücke senken? Da ist unser Spezialist. Vielleicht kann der die Brücke senken. So. Jetzt sind wir sauer. Spezialmus. So, die Mission war erfolgreich. Die Brücke ist unten, der Spezialist war wohl an der Brücke. Die hätten wir ja gar nicht machen können. Na, umso besser. Hat ja alles dann gut geklappt. So. Der ist immer noch nicht platt. Also hier die Kamerasteuerung muss man sich auch echt dran gewöhnen, weil sie irgendwie nie so mitschwenkt, wie man es gerne hätte. So. Und wir können jetzt aber über die Brücke, da müssen wir glaube ich drüber. So, der war jetzt aber voll drin. Oha, und eigentlich müssten wir auf die andere Seite. Machen wir mal eben. Das wird die vielleicht auch noch kriegen. Das kann Imka machen. Wir gehen zu unserem hoffentlich bald uns gehörenden Bildfragment. Habe ich keine Zeit für. Wir mal. Okay, irgendwo hier muss es sein. Darf doch nie wahr sein.
Ja, doch. Da ist er doch. Mein Gott. Auch noch blind. So. Wer hat jetzt wo um Hilfe geschrien? Wollte ich gar nicht anvisieren. Lass das mal. Hallo, ich wollte dem Hauptmann helfen. So. Einmal. Zweimal. So, jetzt können wir uns wieder voll und ganz den anderen widmen. Ganz schön viel los hier. Wird nicht leichter. Wie gesagt, ich komme noch nicht so ganz mit Lana gerade klar, was mir unendlich leid tut. Das ist echt ein wunderschöner, wunderbarer Charakter. So. Ich meine auch, ich hatte nicht das Zauberbuch größtenteils. Aber, naja, ich möchte auch jetzt nicht zu viel verraten aus Halbwissen, was ich damals irgendwann mal hatte. Und die Dinger müssen wir auch noch irgendwie klein kriegen. So, aber ich glaube, wir können uns jetzt mal hier verpieseln. Und mal gucken, dass wir die nächste Festung hier einnehmen. Wahrscheinlich stelle ich mich ja wirklich saudämlich an. Ich erzähle die ganze Zeit, wie toll ich das Spiel fand. Und dann liefere ich hier sowas ab. Und die richtigen Fans von dem Spiel packen sich gerade hier an den Kopf. Aber naja, es soll ja größtenteils alles hier unterhalten. Ich weiß ja, was ihr für Spaß habt, wenn ich abkacke. So. Fertig haben wir das. Da kommen wir aber noch nicht rein. So, und wir sollen immer noch Imker beschützen, lese ich gerade. Also ich kriege manchmal auch Informationen auf meinem Touchpad. Das könnt ihr jetzt leider nicht sehen. So, und ich soll einen Weg finden, die Tentakeln hier wegzukriegen.